Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, können Menschen im Autismus-Spektrum auch das Down-Syndrom haben? Beim Down-Syndrom handelt es sich um eine genetische Besonderheit, bei der das 21. Chromosom dreimal statt wie bei den meisten anderen Menschen nur zweimal vorhanden ist. Circa 7% der Menschen mit Down-Syndrom sind auch im Autismus-Spektrum. Im Vergleich ansonsten gehen wir davon aus, dass ca. 1% aller Menschen im Autismus-Spektrum ist. Wir haben hier also eine 7-mal so höhere Wahrscheinlichkeit. Zugleich aber raubt der Autismus den Menschen mit Down-Syndrom ihre größte Kompetenz, nämlich ihre soziale Ansprechbarkeit. Das heißt, Autismus plus Down-Syndrom oder Down-Syndrom plus Autismus ist nicht nur eine Addition, sondern eine Multiplikation von entstehenden Problemen. Meist sind deshalb die Menschen mit Down-Syndrom, die zugleich im Autismus-Spektrum sind, auch sehr schwer beeinträchtigt. Das heißt, sie kommen nicht in die verbale Sprache. Es fehlt ihnen ihre soziale Reaktivität. Die möchten häufig nicht kuscheln und nicht viel mit anderen Menschen zusammen sein. Sie haben häufig sehr viele Stereotypien, wedeln zum Beispiel mit den Bändern. Es gibt im Augenblick noch relativ wenig Untersuchungen und wenig Literatur zu dem Thema Down-Syndrom plus Autismus oder Autismus plus Down-Syndrom, sodass wir noch nicht viel darüber wissen, wie diese Menschen sich im Lebensverlauf entwickeln. Und oftmals wird der Autismus ganz lange Zeit nicht erkannt oder auch überhaupt nicht erkannt. Autismus schützt vor überhaupt nichts. Das heißt also, Menschen im Autismus-Spektrum können selbstverständlich auch gehörlos sein oder blind. Sie können an Krebs erkranken oder sie können Schnupfen bekommen oder eben auch das Down-Syndrom haben, denn nichts ist unmöglich. Autismus.